Kommerziell und privat organisiert ist WaveHahn, ein WLAN-Projekt in Hannover. Die Mitglieder von WaveHahn haben etwa 2 Dutzend Access Points in ihrer Stadt verteilt. Auf diese kann jeder, der sich mit der Installation eines eigenen Access Points beteiligen möchte, kostenlos zugreifen. So wie hier die Mitglieder über diesen Access Point auf einen Breitband-Internetzugang zugreifen, kann das auch jeder andere WaveHahn-Teilnehmer aus dem Stadtviertel. Man nehme dazu einfach eine etwa 30 Euro teure WLAN-PCI-Karte oder auch einen mit dem Internet verbundenen Access Point und schließe einen von beiden an eine Richtfunkantenne an. Zielgerichtet kann man dann per WLAN sogar einige Kilometer überbrücken. Und ohne ein Kabel zu legen, kann das Gegenüber dann auch vom Breitbandzugang zum Internet profitieren. Eine solche Richtfunkantenne kostet allerdings etwa 200 Euro. Das geht auch günstiger. Alternativ kann man auch eine Kuchenform für 10 Euro zu einer ebenso leistungsfähigen Antenne umbauen. Ebenfalls tauglich sind auch Dosen, sofern sie die richtigen Abmessungen haben. Etwas mehr Geschick erfordert der Bau einer kleinen Antenne für den Laptop. Kostenpunkt etwa 5 Euro. Einmal angeschlossen an die PC-Card des Laptops, ist man ungleich empfänglicher für das drahtlose Internet. Auch über größere Distanz und ohne direkte Sichtverbindung. Und das fast immer und überall. Als Studioexperten haben wir jetzt Alexander Sommer vom WaveHahn aus Hannover gesehen. Wir haben ihn eben schon im Film gesehen. Hallo, schönen guten Abend. Hallo. Wollen wir erstmal noch mal kurz einen kleinen Schritt zurückgehen. Was braucht man alles, um wirklich erstmal zu Hause im Zimmer zum Beispiel Wireless LAN zu machen? Eine ganz einfache PCMCIA-Karte und ein Access Point. Das reicht. Das ist das alles, was man braucht, um drahtlos. Und dann greift man mit so einer PC-Karte fürs Laptop direkt darauf zu. Genau. Jetzt haben wir eben im Film gesehen, ihr bastelt Antennen selber. Warum? Es ist ungleich günstiger, weil so ein Gerät, wie wir es im Film gesehen haben, hier kostet etwa 150 bis 200 Euro. Mhm. Und es ist eigentlich nichts Besonderes drin und das kann man auch ganz einfach selber machen. Zum Beispiel? Zum Beispiel mit einer Kuchenform, wie wir sie hier haben. Mhm. Das ist einfach mal so, dann kann die Kamera das besser sehen, genau. Ist nichts weiteres drin als die Kuchenform, die irgendwie 10,50 Euro kostet. Dazu ein bisschen Rohr, Messingrohr. Und das ist eigentlich alles. Dazu noch, wenn du es mal rumdrehst, einen kleinen Anschluss für ein Kabel und dann kann man es anschließen und alles wird gut. Aber wofür hier jetzt? Um die Reichweite zu erhöhen, um gezielt eine Strecke bis zu N Kilometern zu überbrücken, wenn man freie Sicht hat. Also wenn ich zum Beispiel einen Freund habe auf der anderen Straßenseite, dann kann ich mir hier aus solchen Sachen was basteln und dann diese Distanz auch überbrücken. Genau. Was kann man da sonst noch zu benutzen? Dosen, sofern sie die richtigen Ausmaße haben, die kann man berechnen. Da haben wir die Formeln zu dem Internet. Länge muss stimmen, Durchmesser muss stimmen und dann der Rest findet sich im Netz. Welches Gebiet habt ihr mit solcher Technik abgedeckt in Hannover bei euch? Also wir haben Linkstrecken von 2 Kilometern Länge. Und was macht ihr da? Also Datenaustausch, Daddeln auch, alles was möglich ist? Alles was möglich ist, ja. Und ihr teilt euch auch einen Internetzugang, ne? Ja. Was muss man denn da machen, um als Bürger selber sowas anzubieten? Man muss eigentlich einen Access Point irgendwo haben, den man auch in Software mit so einer PCI-Karte abbilden kann. Dann eine Antenne günstig aufstellen und dann können da auch andere Teilnehmer drüber surfen. Funkwellen ist ja erstmal unsicher, kann ja im Prinzip erstmal jeder mithören. Worauf sollte man denn da achten? Ja, man sollte, wenn man, ich sage mal, sensible Daten über dieses Netz transferiert, auf Kryptografie zurückgreifen, die nicht zu den Wireless-Karten gehört, sondern sogenanntes IPsec verwenden, weil dieses Web nicht sicher ist. Gibt es ja auch bei euch auf der Webseite Anleitungen zu? Ich glaube, bin ich mir jetzt nicht gerade sicher, weil wir bauen unsere Website gerade um und es ist gerade alles am Umziehen und am Umgebaut werden und bin ich jetzt gerade nicht auf dem aktuellen Stand. Also wenn Glück ist, heute Abend wird es wieder erreichbar Hoffe sein, ich ne? doch, ja, sollte so sein. Glaubst du, dass dieses Wireless LAN eine Zukunft hat, die sich langsam sukzessive in den Städten verbreiten wird? Ja, definitiv. Inwiefern? Es werden immer mehr Hotspots werden, die privat oder auch kommerziell ausgebaut werden. Und ich wage die Behauptung aufzustellen, dass das UMTS irgendwann schlagen wird. Gut, warten wir ab. Detailfragen beantwortest du gleich noch im Forum. Ja. Und nach der Sendung denken Sie dran, 1 Stunde lang im Chat. Das Computerzeitalter ist ja schnell.